den letzten 40 Jahren hat sich die Anzahl der extremen Niederschlagsereignisse und Hochwasser vervierfacht weltweit. Das heißt, die Extreme werden immer mehr. Und viel unserer Arbeit besteht eben darin, uns anzuschauen, wie sich das weiterentwickeln wird und wie wir unsere Wasserwirtschaft verändern müssen, um mit diesen veränderten Situationen umzugehen. Es geht um die Zukunft unseres Planeten. Es geht um unsere Zukunft, insbesondere auch die Zukunft unserer Kinder. Geo, Klima, Umwelt. Da sind wir als Universität stark und werden durch Thorsten Wagner noch stärker. Werden wir sicherlich ein internationaler Leuchtturm werden. Simulationen erstellen, Vorhersagen machen, Forschung interdisziplinär zusammenbringen, um so einer der größten Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Denn immer mehr Menschen leben in Regionen, wo Wassermangel und schlechte Wasserqualität lebensbedrohliche Probleme sind. Die Zusammenhänge von Wasser, Klima, Umwelt und Gesellschaft will Wagner in Potsdam darstellen und daraus praktische Lösungen entwickeln. Was mich an der Hydrologie fasziniert, ist die gesellschaftliche Relevanz. Als Student bin ich nach Äthiopien gegangen und habe da alle Aspekte des Wasserproblems kennengelernt. Für mich war das ein extrem augenöffnender Prozess, dass man, wenn man das System versteht, das natürliche System, das technische System und das soziale System, dass man wirklich was erreichen kann.